Liebe Hückeswagener, denkt bitte daran, am Donnerstag, den 10. Juni, der erste große bergische Feierabendmarkt in Hückeswagen von 17 bis 21 Uhr in der Bahnhofstraße wird er sein. Mit dabei haben wir einen Marktbeschicker aus Dünn. Lieber Josef, wo sind wir denn jetzt hier? Wer bist du? Ja, lieber Markus, wir sind hier im Fischerspark in Dünn. Das ist eine Teich- und Zuchtanlage, die betreibe ich zusammen mit meinem Kollegen Stefan Moosblech. Mein Name ist Josef Rückhardt und wir betreiben hier seit 2,5 Jahren ein Angelgeschäft und eine kleine Fischzucht und bieten auch geräucherte Fische an, geräucherte Regenbogenforellen, geräucherte Lachsforellen, aber auch geräucherten Stremelachs, den gibt es lecker im Brötchen. Und ja, Markus, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Besuch bist. Super. Bringst du denn auch bitte so einen Teich mit, dass ich das die Hückeswanger mal angucken können, was ihr hier für eine tollen Teiche habt? Würde ich gerne. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ich denke, wir beschränken uns auf die Inhalte der Teiche. Also wir werden ein paar leckere Fische mitbringen für den Markt, für den Abendmarkt und werden die räuchern. Oder ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, gerne frische Fische mitnehmen. Da werden wir auch ein paar dabei haben und machen euch vor Ort auch ein paar leckere Brötchen. Jetzt stehen wir ja hier vor einem Auto. Das ist ja ein schickes Auto, ein Elektroauto. Kommt ihr auch mit dem Auto dann an oder wie macht ihr das? Genau, wir kommen hier mit unserem Elektrofahrzeug an, ja. Versuchen da möglichst nachhaltig unterwegs zu sein, haben eine kleine Verkaufstheke, die wir da aufbauen und haben hinten eine Kühlung in dem Wagen, wo wir dann unsere Fische kühlen entsprechend. Und Markus, ich habe dir sogar was vorbereitet. Oh, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wenn wir schon von Fische reden, dann gucken wir doch mal, was er hat. Ich bin sehr gespannt, was er kommt. Also er macht jetzt den Wagen auf. Kleiner, schicker. Markus, hier einmal extra für dich einen Stremelachs geräuchert. Gerade frisch aus dem Ofen mit ein bisschen Meerrettich. Ja. Ja, lass es dir schmecken. Oh, da werde ich jetzt mal probieren. Also es sieht schon mal, kann man den Tobias, kann man ein bisschen auch mit der Kamera haben. Das heißt, das können auch diesen Teller, können die Hückeswagener auch so kaufen? Oder? Genau, würden wir dann so machen, dass auch alles direkt verzehrbar ist. Ja. Es soll ja auch ein bisschen gemütlich werden auf dem Markt. Ich glaube, auch die Corona-Beschränkungen lockern sich wieder, dass man auch ein bisschen zusammenkommen kann, natürlich mit den entsprechenden Abständen. Ja. Aber so würden wir das vorbereiten. Dann werde ich jetzt mal eine kleine Ecke... Super. Ja? Ja, sehr gut. Josef, wir freuen uns auf dich. Kommt einfach vorbei in der Innenstadt, Bahnhofstraße. Probiert diesen Lachs, probiert die anderen Fischsorten. Der Josef ist da, sein Partner ist da. Kommt einfach vorbei, habt Spaß und jetzt schon mal guten Appetit. Josef, vielen Dank. Dankeschön. Gerne.